Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 73 vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal hatten wir den Auftrag Parachute angenommen. Gehen wir mal gerade hier, weil wir müssen ja doch eine Rakete dafür haben. Und auch hier unten war jetzt der Dingens. Dafür müssen wir auf 8300 Meter hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier unten was steht. Nee, ich glaube nicht, sonst würde das gehen. Stellt sich gerade mal die Frage, ob wir aus unserem Repertoire einen nehmen könnten, ne? Die kostet 2,7, die sind alle teuer hier, ne? 1,6 ist hier. Und das hier oben. Das ist Test Radial Decoupler. Also, das müssen wir ja nicht haben. Ich glaube, wir canceln das mal gerade. Nehmen den 600er hier. Ich muss den nur anklicken, dann ist er da. Schon passiert. So, kurz mal in der Höhe ungefähr hin. Parachute, wo war der? Hier ist er. MK16 müssen wir testen. Den hätten wir natürlich auch testen können, aber da haben wir jetzt natürlich nicht die Dinge den Auftrag angenommen. Ist aber auch nicht so wild. Der kostet 325. Was kostet ein normaler Tank? 850, 425, ich glaube. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das klappt. Aber probieren geht über studieren, oder? Ja gut, okay. Der wäre jetzt noch eine Aufgabe, ist klar. Warum ist er denn hier jetzt nicht angepinnt? Speed 450 bis 850. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Aber komm, das muss so gehen. Test, Rack, V8 oder sowas, keine Ahnung. Nein, das war falsch. Speichern, Startplattform und wir werden es gleich wissen. Oder wir sind bankrott. So, da sind wir. Und ich würde mal sagen, eigentlich müssen wir nur gucken, dass wir da hochkommen. Wow. Tja. Wollen wir hoffen, das geht, ne? SAS machen wir mal gerade an, oder? Oh, geht kein SAS an? Ach so, T und nicht S. Gut, und dann einfach hoch, oder? Und wie viel brauchen wir? Ich muss mir hier oben den Plan aufmachen, ne? Flying. 8300 Meter. Und dann noch hier, so eine Geschwindigkeit. Ich glaube, das. Oh, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Das ist nicht gut. Oh, kaputt. Jetzt haben wir gerade Geld weggeschmissen. Okay. Der hat sogar Erfahrung dabei gekriegt. Wow. Wie viel hat denn die Kiste gerade gekostet? $1347. Okay. Machen wir mal so, ne? Speichern wir nochmal ab und starten wir nochmal. Jetzt haben wir natürlich einen kleinen Fehler gemacht, aber ist halt so. Können wir jetzt auch nicht ändern. Auf ein neues.
So, da sind wir. SRS an. Und ja, los geht's, oder? Und ob wir das was schaffen. Und los. So, Geschwindigkeit ist, glaube ich, weniger das Problem. Ich denke mal, die Höhe könnte das Problem werden, weil das Ding gleich leer ist. Vierhundertfünfzig Meter die Sekunde. Vierhundertfünfzig Meter die Sekunde haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir nur noch die Höhe. Und da ist er. Hat geklappt. Wir sind 11.000 Meter hoch. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass wir so hoch fliegen. Respekt. Okay. Wollen wir hoffen, dass was finanziell, dass es sich finanziell auch lohnt, ne? Wir werden sehen, ne? 10.036. 41 Erfahrungspunkte. Kriegen wir noch einen Crew Report hin in irgendeiner Form? Nö. Transmit Data, komm, machen wir noch. Okay, da geht der Fallschirm hoch. 17.000 Meter sind da jetzt gerade passiert. Okay, dann wissen wir das auch. Und Geschwindigkeit, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, wie schnell wir da oben waren. Toggle Torque brauchen wir alles nicht. Gut, okay, ich sag mal, wir können mal ein bisschen schneller runter, oder? Gucken, dass wir das alles hinkriegen. Wie waren die finanziellen Mittel jetzt gerade? 10.036. Okay, wir kommen jetzt runter. Ziemlich gerade. Zu unserem Startplatz wieder hin, oder wie sehe ich das? Nur leicht abgetrieben vom Wind wahrscheinlich. Naja, 4.000. 3.000. 2.000. 1000. Machen wir mal jetzt langsamer wieder. Wir sind schon schnell unterwegs. 500 Meter gehen wir auseinander, ne? Genau. Oder ein bisschen mehr ist sogar okay. Gucken, dass wir da irgendwo im grünen Bereich langsam mehr bekommen, ne? Das wird aber schwierig. 41 Punkte. Bin ich gespannt. Er ist ganz zufrieden hier unten. Jebediah Kerman. Ja, landen wir auf der Bahn schieben oder wie ist das? Naja. Gut. Komm schon. 75 Meter war das auf der Startrampe, ne? Wie viel ist denn hier? Weniger. 67 Meter. Ist immer doof, dass es kaputt geht, ne? Verdienen wir nichts dran dann. Also 10.036. Mal schauen, wie viel wir rauskriegen. 11.037 haben wir gekriegt. Keine anderen Points oder so. 11.037 ändert sich nichts. Er hat noch mehr Reputation bekommen. Ja, gut. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Wir wollten da hinten hin. Hier wollte ich hin. Gucken, ob wir da was Neues haben. Gucken wir mal alle durch. Hier ist 6700 Meter. Testen. Das ist radiale Dingens Parachute. Ist da irgendeiner neu gekommen? Ich glaube der, ne? Das ist ein Radial-Decoupler. Ah, ich denke, wir werden das hier noch mitmachen, ne? Was war hier? 24, 78.000 Meter. Das ist so hoch, da haben wir gar kein Geld dafür, dahin zu kommen. Tja.
Da werden wir noch die Strafen demnächst zahlen müssen, wahrscheinlich, ja? Aber das sind 342 Tage, wenn das vorbei ist. Und das sind 425 Tage. Aber uns noch keine Gedanken drum machen. Okay. Ich denke, wir nehmen jetzt den dabei. Allerdings 22.600 Meter kommen wir nicht mit der Feststoffrakete hin, ne? Höchstens mit der großen. Dies LV909 soll man testen. Bei 78.000 Meter. Ist ein bisschen hoch. Das ist ein Rocco Max. Ja, 17.300 Meter. Radial Decoupler. Nee, Radial Mount Parachute. 22.000 bis ich. Aha, da muss ich einmal orbiten. Gut, das können wir weglassen. Ich glaube, wir nehmen mal den. Gut, okay, testen wir das aus. Da unten ist er. Ich weiß gar nicht, wie wir den da dran bauen sollten. Da ist er. Der geht da irgendwie dran, aber der ist auch so da dran. Drehen wir die Kiste um. Ach so, wir müssen das wegmachen, weil wir ja definitiv höher müssen, ne? So, und dann wird's teuer, ne? Aber welche Wahl haben wir? Gar keine. Gucken, was da geht oder nicht geht. Ist die 9, ne? Speichern wir mal. Dann können wir da schon loslegen, oder? Gucken, wie wir das hinkriegen. Einer geht noch, ne? Komm schon. Da steht sie. SAS an. Und dann geht die Reise schon los, oder? Hier oben mal gucken. Preis 10.797. Okay, wir haben sogar ein bisschen Geld plus gemacht. Wie kommt das denn? Ach so, werden 11.037, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, probieren, geht über studieren. 3, 2, 1, go. Ich hoffe, die bringt uns hoch genug. Wir fliegen schon mal, das ist schon mal wichtig. Und das können wir jetzt auch feststellen, wie schnell wir fliegen. Hundertzwanzig Meter die Sekunde brauchen wir. Und Höhe 22.000. Das Ding ist gleich leer. Das bringt uns ja gar nicht voran. So, Geschwindigkeit haben wir schon. Ich hoffe, das klappt. Okay. Und das war's.
Report. Leider hat es nicht geklappt. Geschwindigkeit war schon weg. Ja, wir kommen passend hoch in dem Sinne, aber leider ist die Geschwindigkeit nicht passend. Oder kann das auch rückwärts gehen? Das ist die Frage, ne? Okay, steigen tut's da immer noch. Wir fliegen immer noch hoch. 30.000 Meter. Geschwindigkeit nimmt zu, weil wir jetzt runtergehen. Vielleicht hätten wir... Ja, das wäre wahrscheinlich auch gegangen rückwärts. Aber ob wir 420 schaffen, das ist die nächste Frage, ne? Ich weiß nicht, ob es noch klappt, ob das noch gewertet wird. 22.600 haben wir gleich erreicht. Nee, da sind wir jetzt drunter, leider. Tja. Das ist in die Hose gegangen, ne? Gut, machen wir mal schneller. Noch schneller. 7, 6, 4. Gehen wir mal auf Zweifahrergeschwindigkeit jetzt. Ah, Fallschirm ist ja schon draußen, ne? Eine Wasserung wird das, oder? Einfache Geschwindigkeit. So, jetzt müssten sie aufgehen, tun sie auch. Und wir gehen ins Wasser. Eigentlich rein theoretisch müsste es ja so sein, dass wir nicht kaputt gehen, dass wir relativ viel wiederkriegen. Aber naja, weiß man's. Wir müssen auf Null runter, ne? Weil Wasser ist ja Null. Sollte es jedenfalls sein. So, 100 Meter noch. Ja, das hat geklappt, ne? Diesmal ist nichts kaputt gegangen. Vielleicht kriegen wir jetzt auch wenigstens ordentlich Geld wieder. Naja. Vielleicht lief das auch nur so schlecht, weil ich die Dingens genommen habe. Wer die Fallschirme so früh rausgemacht hat. Vielleicht sollte ich das lassen. Wir müssen mal einen anderen da reinsetzen. Das noch dazu, ne? Also den hat nicht geklappt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir da machen. Ich würde erstmal sagen, wir lassen es für die Folge gut sein, speichern ab und dann würde ich sagen, probieren wir nächstes Mal was aus. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.